Eine neue Anleitung von Technikbauer, heute mit der ersten Installation des Philips Android Fernsehers. Nach dem Intro legen wir wie immer gleich los. Wir haben hier den Philips Android Fernseher. In diesem Fall ist es ein Ambilight, die Serie 79 von Philips, die POS-Serie. Und hier wollen wir die erste Installation durchführen. Im ersten Fenster wählt ihr die Sprache aus und bestätigt das Ganze mit OK. Als nächstes müssen wir uns mit den WLAN verbinden. Ihr könnt das jetzt machen oder später. Hier wählt ihr euch aus, entweder mit Kabel oder ohne Kabel. Ich werde hier kabellos auswählen. Und jetzt wird das Netzwerk gesucht. Der Fernseher unterstützt hier 5 GHz genauso wie 2,4 GHz. Wählt euch euer Netzwerk aus und bestätigt das Ganze mit OK. Nun müsst ihr den Schlüssel eingeben, sprich das Passwort von euren Router. Wenn ihr fertig seid, klickt ihr auf diesen Pfeil hier und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Und dieser Punkt ist jetzt als nächstes dran. Wir warten noch, bis wir hier verbunden werden mit den WLAN. Wir werden nun mit unserem Netzwerk hier verbunden. Und wenn alles erfolgreich war, bekommt ihr dann auch die Meldung. Das dauert nur ein paar Sekunden. Wir sind verbunden und klicken auf Beenden. Damit haben wir uns verbunden und kommen nun zum nächsten Punkt. Dafür müssen wir ein bisschen Geduld aufbringen. Das dauert nur ein paar Sekunden und wir können schon mit dem nächsten Punkt hier weitermachen. Nun können wir uns hier anmelden mit unserem Google-Account oder auch später. Sprich, wenn ihr Apps herunterladen wollt, dann müsst ihr euch anmelden. Ihr könnt es aber auch später machen. Ich werde das Ganze jetzt machen, dann habe ich Ruhe. Klicke hier auf Anmelden. Nun müsst ihr eure E-Mail-Adresse eingeben, wie bekannt natürlich, sonst könnt ihr keine Apps herunterladen und anschließend dann das Passwort. Doch als erstes gebt ihr hier mal die E-Mail-Adresse ein. E-Mail ist eingegeben, wir gehen auch weiter und geben nun als nächstes unser Passwort ein. Und auch das Passwort eingegeben, wir gehen hier weiter. Der nächste Schritt folgt jetzt und zwar müssen wir hier die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Nun könnt ihr hier Wissenswertes über den Fernseher, könnt ihr auf Mehr und dann auf OK klicken. Standort verwenden, Android noch besser machen, könnt ihr anhaken oder auch nicht. Ich brauche das nicht, deswegen deaktiviere ich das Ganze, beide Punkte und klicke auf Akzeptieren. Die Sprachsteuerung für euren Fernseher könnt ihr hier aktivieren. Entweder ihr macht das jetzt oder könnt es auch später machen. Jetzt werde ich mal Nein, Danke wählen. Auch Nein, Danke. Wie gesagt, ihr könnt das jederzeit aktivieren im Menü. Nun habt ihr hier im nächsten Fenster die Möglichkeit, alle diese Apps auf einmal zu installieren. Ich möchte das nicht, deswegen Häkchen weg und klicke auf Weiter. Nun bekommen wir hier die Funktionen erklärt. Mit dem Pfeiltasten nach rechts kommt sie weiter. Damit haben wir jetzt einmal die wichtigsten Punkte gemacht. Nun kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich der Sendersuchlauf. Und hier wählt ihr euch das Land aus, wo ihr euch befindet. Es gibt hier verschiedene Länder natürlich. Bestätigt das Ganze mit OK. Nun müsst ihr ein Passwort hier festlegen. Mit OK wählt ihr euch das Passwort aus. Bestätigt das Ganze nochmal. Und im nächsten Fenster werdet ihr gefragt, verwendet ihr den Fernseher zu Hause oder im Shop? Falls ihr hier Demo anklickt, wird hier ein Demo-Content ausgewählt.
damit der Kunde sieht, was der Fernseher alles kann. Ich verwende natürlich zu Hause, deswegen klicke ich auf zu Hause. Wir werden gefragt, ob wir das wirklich so machen wollen, bestätigen das Ganze mit Ja. Hier im nächsten Fenster werden wir gefragt, ob wir Chromecast aktivieren wollen. Chromecast ist nichts anderes, dass ihr euer Smartphone spiegeln könnt auf den Fernseher. Das könnt ihr immer anlassen oder auf aus. Ich lasse mal auf immer an. Möchten Sie fortfahren? Ja. Nun werden wir gefragt, ob wir hier Satellitensender installieren wollen. Falls ihr Satellit habt, starten. Falls ihr nicht habt, überspringen. Nun, im nächsten Fenster werdet ihr gefragt, habt ihr Antenne oder Kabel? Ich habe hier jetzt Kabel. Antenne wäre DVB-T, also terrestrisch. Ich sage Kabel. Nun müssen wir den Betreiber auswählen. Wählt ihr hier Magenta, dann könnt ihr im Nachhinein nicht mehr die Sender sortieren. Das heißt, ihr bekommt eine vorgefertigte Kanalliste. Deswegen empfiehlt sich hier, Sonstige auszuwählen. Das wählen wir aus. Nun wollt ihr digitale, analoge, nur digitale oder abbrechen? Ich möchte nur digitale. Und anschließend müsst ihr nur noch die Pfeiltaste nach rechts drücken. Nochmal nach rechts und der Suchlauf beginnt hier. Je nachdem, welchen Anbieter ihr habt, kann das schon bis zu 10 Minuten dauern. Sendersuchlauf ist fertig, hat in meinem Fall hier 10 Minuten gedauert. Wir klicken auf Weiter. Nun müssen wir das Ganze akzeptieren. Noch einmal auf OK klicken. Datenschutzeinstellungen auf Ein. Fertigstellen. Und damit haben wir schon alles bewerkstelligt. Das heißt, wir können hier schon Fernsehen. So, den USB-Stick, der was gefunden wurde, können wir noch auswerfen. Ansonsten war es das eigentlich schon. Und wir haben hier unseren Startbildschirm. Habt ihr dazu Fragen? Dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann verpasst ihr kein einziges Video mehr. Technikbauer sagt vielen Dank fürs Zusehen und auf Wiedersehen.